Hallo und willkommen bei Likra. Heute mache ich mir ein Henna-Tattoo. Das hatte ich das letzte Mal zu Fasching. Da bin ich als Inderin gegangen und dann habe ich mir eben mit dem hier so etwas drauf gemacht. Wir haben deswegen hinten etwas drauf gegeben, dass man nicht hinten drücken muss, sondern dass das von selbst. Da kommt es eh schon raus. Ein bisschen drücken muss man schon noch, aber ich mache das jetzt ohne Bildvorlage, sondern einfach nur so aus dem Gedächtnis. Und danach muss man es föhnen und ja. Dann halt durchs Föhn trocknet es und dann. So zeichne ich normalerweise nur Äste. Ich versuche es halt schön zu machen. Wenn man viel Zeit hat, dann sollte man es in der Luft trocknen lassen. Aber wir machen die andere, also das andere, nämlich mit dem Föhn machen wir es. Und das sollte halt wirklich so die Spur bleiben, dass man so sie sehen kann. Es muss halt wirklich so eine dickere Spur sein, halt, dass man, wenn man es auf die Seite gibt, dass das wirklich raufsteht, weil das kann man dann, das finde ich, macht sehr viel Spaß nach dem Föhnen oder nachdem es getrocknet ist, also wenn es dann getrocknet ist. Dass man dann das abziehen kann, halt runterribbeln sozusagen. Aber da muss es halt schon richtig trocken sein. Weil sonst verwischt man es nur. Ich bin ja Linkshänderin, deswegen mache ich es auch links. Und das ist gar nicht so leicht. Ich mache einfach nur ein Muster. Schaut ein bisschen so aus, wie lauter Äste in alle Richtungen von ja, so mache ich auch immer. Von Phineas sein Kopf wegwachsen. Oder von Ferb, ich weiß jetzt nicht, wer von den zwei den dreieckigen Kopf hat. Man kann ganz kreativ sein, wenn man besser ist im Zeichnen. Dann kann man etwas Schwierigeres machen. Wenn man nicht so gut ist, dann macht man halt leichte Sachen oder das, was einem gerade einfällt. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Mach mal zu und leg die Hand einmal schon hin. Okay. Die Fäden sozusagen runterzugeben. So, jetzt kann ich schon ausschalten. Und dann kann man das
Jetzt kann man so kleine Fäden oder große Fäden, das was man gemacht hat, runterziehen. Und das kann man überall dann machen. Und es bleibt trotzdem noch das Muster erhalten. Man kann auch einfach so rippeln. Und kann man das einfach auch abwaschen gehen? Also man kann schon abwaschen, aber dann hält es nicht mehr so gut. Aha. Also dann ist es nicht mehr so gut. Ist das jetzt ein abwaschbares Henna? Ja, ich glaube, es gibt gar keines, das nicht abwaschbar ist. Ein richtiges Henna hält normalerweise so ein paar Wochen lang von der Farbe her. Das hält eher 1 bis 2 Wochen. Okay. Also mein letztes. Das habe ich eher geschützt vor Wasser. So kann man das natürlich auch sagen, ja. Ich habe halt versucht, so wenig wie möglich die Hand zu benutzen. Und gibt es das nur in Schwarz oder gibt es das Henna auch in Naturtönen, so in Braun oder so? Braun und ich glaube auch Blau. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar auch. Nein, es gibt auch Rot, glaube ich. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das habe ich jetzt runtergelöst. Ist schon alles herunten? Ja, schau. Das heißt, halt einmal die Hand drückt, damit die Leute sehen, wie deine Hand jetzt ausschaut. Das heißt, deine Hand schaut jetzt so aus. Ja. Also man sieht alles, was du da gemacht hast, sieht man. Sehr cool. Okay. Und ich leg's noch so quer. Mhm. Warte, gehst du ein bisschen weiter. Nein, normal so mit der Kamera. Mhm. Und hier sieht man auch, dass hier nichts mehr steht. Weil davor ist halt noch das da drauf gelegen und das hat man halt so, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, gesehen. Und ja, das jetzt auch unten. Das ist das Henna, mit dem habe ich das hier. Es gibt Wo kriegt man das Henna zum Kaufen? Also, wir waren bei so einem Markt in der Nähe einkaufen und man braucht nicht viel. Schon oft damit gemalt, also nicht oft, aber ein paar Mal damit gemalt und es ist noch immer ziemlich voll. Ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Tschüss! Also, warte, man braucht dazu nur Henna, eine Hand oder einen Fuß, den man es haben will, oder einen Föhn oder einfach nur, wenn man lange Zeit hat, Luft. Und das haben wir genügend.